Ehrlich wird am längsten. Es geht aber auch anders. Die Zahl der Einbrüche steigt nämlich in Deutschland seit Jahren kontinuierlich an. Selbst vergitterte Fenster schrecken die Täter kaum mehr ab. Michaela Schneider, die ist fassungslos. Ihre kleine Kneipe in Merseburg ist nämlich schon wieder zur Zielscheibe von dreisten Dieben geworden. Es klingt zynisch, aber eigentlich müsste sich Michaela Schneider langsam an die Einbrüche gewöhnt haben. Seit 8 Jahren betreibt sie eine kleine Kneipe in Merseburg. 9-mal wurde bereits eingebrochen. Doch es ist jedes Mal aufs Neue ein Schock. Ich habe hier erstmal gezittert, stand im ersten Moment neben mir und sagte, das kann nicht sein. Wieso schon wieder? Die Täter hatten es offenbar ganz gezielt auf die beiden Spielautomaten abgesehen. Elisabeth Meyer, der die Automaten gehören, begutachtet zusammen mit der Gastwirtin die Schäden. Schnell wird klar, dass die Täter sehr genau wussten, wo sie ansetzen müssen. Ja, die haben die aufgehebelt an der Seite, das sieht man hier. Das sind die rein mit dem Gegenstand Metall und dann sind die rein, dann haben die hier die Kasse rausgerissen, haben die Röhren rausgerissen, das kann man außer vorschieben. Dann, das haben die auch gemacht. Ne? Dann haben das dann alles hier raus, sieht man ja auch, alles beschädigt, alles deformiert. Dann haben sie hier die Kasse rausgenommen, die fehlt komplett. Etwa 500 bis 1000 Euro haben die Täter erbeutet, schätzt Elisabeth Meyer. Ein Schaden, der anteilig sowohl die Eigentümerin als auch die Gastwirtin trifft. Hinzu kommen die Schäden an den Geräten. Außerdem rissen die Täter ein mit Eisenstangen und einem Gitter gesichertes Fenster raus. Das haben die wirklich mit roher Gewalt, fragen Sie mich nicht, wie sie es gemacht haben, rausgezogen, aufgebrochen, also aufgebogen. Michaela Schneider hat es kurzerhand zugemauert. Sicher fühlt sie sich hier nicht mehr. Also ich kann immer dann im Nachhinein wochenlang nicht richtig schlafen, das ist klar. Man geht, es macht keinen Spaß mehr. Man geht auf Arbeit mit Horror. Was erwartet dich heute wieder? Diese Gedanken sind immer da. Immerhin konnte die Polizei Fingerabdrücke sichern. Michaela Schneider hofft, dass die Täter schnell gefasst werden.